Ihr Lieben, ich mache jetzt auch hier noch in einer Kurzfassung ein sehr persönliches Thema öffentlich, weil ich weiß, wie viele Frauen es betrifft. Aber als allererstes, nein, ich bin nicht schwanger und ja, ich habe Probleme mit Gewichtszu- und Abnahme. Das hat diverse gesundheitliche Hintergründe. Und deswegen appelliere ich an euch alle da draußen. Bitte macht keine Bodyshaming-Kommentare, fragt Frauen nicht, ob sie schwanger sind oder nicht. Es gibt so viele Mädels da draußen, die Fehlgeburten hinter sich haben, die überhaupt gar nicht schwanger werden können, die vielleicht aber auch einfach gar keine Kinder haben möchten. So, und jetzt komme ich zu mir. Ich leide seit 3 Jahren am PCO-Syndrom, was einhergeht mit einem Testosteronüberschuss, welcher eine Akne hervorruft, unregelmäßigen Zyklen, ganz vielen kleinen Zysten an meinen Eierstöcken, die es auf natürlichem Wege schon mal ganz arg schwer machen, überhaupt schwanger zu werden. Deshalb sage ich euch, es kann ganz schön verletzend sein und extrem wehtun, wenn man sowas dann lesen muss. Hinzu kommt bei mir noch, dass ich eine Zellveränderung an der Gebärmutter habe und bis in ein paar Wochen erst weiß, ob da überhaupt alles gut ist oder ob ich mich noch einer Konisation an der Gebärmutter unterziehen muss. Deswegen nochmal an alle, bitte seid so gut und lasst es einfach. Das tut so vielen Menschen weh, egal in welcher Hinsicht. Und wir sind alle gut so, wie wir sind. Aber erinnert euch immer, es kann auch gesundheitliche Hintergründe haben.